Über das Wetter können wir uns heute Abend wahrhaftig nicht beschweren, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie daheim am Mikrofon und werden Sie durch dieses hochinteressante Spiel begleiten. Ich glaube, das könnte heute wirklich ein sehr interessantes Spiel werden. Für beide geht es um eine Menge. In der Tabelle. Ja, das sieht gut aus. Drei Zähler Vorsprung. Heute können Sie noch mal einen nachlegen. Also der Sieg wäre natürlich optimal. Einfach allerdings. Das muss ich auch sagen, wird das nicht. Ballverlust. Müller. Klasse, wie er dahin geht. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Und jetzt ein Schuss. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Die Ecke kommt. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Er holt sich den Ball. Da kommt der Pass. Er kann es machen. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt wird's gefährlich. Flanke jetzt. Niemand kommt an den Ball. Ball läuft gut. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Maximilian Welzmüller ist hier immer noch am Ball. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel. Das war vom. Nur noch der Torwart vor sich. Er trifft den Außenpfosten und der Ball ist draußen. Schöner Pass. Gefährlich. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Da ist Platz. Gute Chance für eine Flanke. Ja, wartet einen Moment. Da kann er ihn stoppen. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Da fängt er die Flanke ab. So, was machen sie draus? Da kommt die Flanke. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Super, wie diese Flanke reinkommt. Und dann hält er einfach mal drauf mit ganz viel Selbstvertrauen. Bis Oberkante, Unterlippe und drin das Ding. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Das könnte gefährlich werden.
Hereingabe. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Ecke kommt rein. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Ja, energischer Vorstoß. Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er gibt abseits. Yilmaz. Die Kulisse hier ist wieder mal sensationell gut. Könnte die Führung werden. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen's. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich zwei, drei Fragen gefallen lassen müssen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Da kommt der Schuss. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Freistoßentscheidung korrekt. Das Tor hätte Ihnen sehr geholfen, die Nerven hier etwas zu beruhigen. So bleibt es nach diesem Alu-Treffer bei einer knappen Führung. Ja, da ist Platz jetzt. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Könnte der Ausgleich werden. Und da fällt der Ausgleich. Wir schauen noch mal auf das Tor. Da sehen wir, wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können, konjunktiv, dann wäre die Situation erst gar nicht entstanden. Aber so passiert es dann doch. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Kurze Hereingabe. Tolles Tor! Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tores, da ist die Flanke und dann macht er das natürlich super. Lässt den Ball noch kurz aufspringen, nimmt sich die Zeit, macht das ganz ruhig und schließt erstklassig ab. 3:2 also, da ist alles drin. Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Er holt den Ball hier, ganz stark. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Klasse, wie er da hingeht. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Gute Chance jetzt natürlich bei diesem Freistoß. Das war kein Problem für Sie, er hält den Freistoß sicher. Knapp liegen Sie vorn zur Pause in einem atemberaubenden Fußballspiel. Zur Pause steht es 3:2. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Na, die Führung haben Sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Jetzt gibt's einen Einwurf.
Toller Zweikampf. Da wäre Platz für den Konter. Da setzt er zum Sprint an. Kommt er durch? Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Hereingabe. Den hält er. Die Ecke kommt rein. Und hier ist er mal nicht erfolgreich, ausnahmsweise. Ja, ungewohnt heute. Bisher so treffsicher. Er hat ja schon einen Doppelpack. Mert Yilmaz. Tolles Zuspiel. So, Situation bereinigt. Gibt Einwurf. Der Kopfball geht ins Seitenhaus. Einwurf geht direkt zum Gegner. Müssen sie besser machen. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Das wäre fast die Ecke gewesen. So gibt's Einwurf. Und schon ist der Ball weg. Klasse Pass. Er kann es machen. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Und da hat er den Dreierpack. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Na, er kann den Ball nicht festhalten. Ganz im Gegenteil, sorgt mit der Parade quasi für die Chance, die dann eiskalt genutzt wird. So, es ist soweit. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie. Angesichts seiner Leistung war die Auswechslung absehbar, ne? Er ist nie richtig ins Spiel gekommen, also da darf er sich über die Auswechslung wirklich nicht beklagen. Neuer Spielstand 4:2, 6 Treffer haben wir bereits gesehen. So, die Chance jetzt. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Ritter. Es gibt Einwurf. Kurz nicht konzentriert genug und schon ist die Kugel weg. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Der Ballverlust. Das macht er gut. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Die Ecke kommt. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Maximilian Welzmüller. Den Ball spielt er raus. Da erobert er den Ball. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Kurze Unterbrechung. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Mert Yilmaz. Den Ball holt er. Gut verteidigt. 20 Minuten haben wir noch. Oh, das könnte was werden. Die Riesenchance. Macht ihn! Ja, er macht ihn! Flach hat er den versenkt. Nichts zu machen für den Torhüter. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Jetzt kommt der Wechsel. Eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Jan-Fiete Arp.
Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Er hat ja heute überragend gespielt. Kein Wunder, dass es da Sonderapplaus gibt bei der Auswechslung. Aber Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Kilian Senkbeil. Ballverlust. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Geht da voll in diesen Zweikampf. Das wird jetzt Abschluss geben. Schöne Aktion. Gut in den Lauf gespielt. Wahnsinn, gehalten. Oh, das war schwer. Das war richtig schwer. Was für eine Parade. Ecke kommt. Gut reagiert. Das war knapp. Und nochmal Eckball. Ecke kommt in den 16er. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Und damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Ja, da war auch viel Glück mit dabei. Auf der Linie geklärt. Durchatmen. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Das Spiel ist durch. Da lege ich mich fest. Und Sie gewinnen hier dann auch verdient. Sie waren einfach überlegen. Da holt er den Ball zurück. Kein Jubel, kein Gesang. Nichts kommt mehr von den Rängen. Ja, die Mannschaft zeigt einfach ein schlechtes Spiel und die Fans lassen sich jetzt davon anstecken. Dabei gefährlich jetzt. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Können Sie diese Ecke jetzt vielleicht nutzen? Die Ecke kommt rein. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Die Chance jetzt. Der ist drin. Und das Tor zählt nicht. Nein, der Assistent hatte die Fahne gehoben. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. Den spielt er gut und jetzt wird es gefährlich. Jetzt kann da was entstehen. Schöne Flanke jetzt. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Er geht in den Strafraum. Ja, Sie können erst mal klären. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Macht er gut hier. So, Schlusspfiff, das war's also für heute. Das ist der Sieg und das ist auch ein enormer Schritt zum Titel, oder Buschi? Ja, Sie bauen Ihren Vorsprung in der Tabelle weiter aus. Sie wirken zumindest unaufhaltsam. Also wenn da nicht der große Einbruch kommt, dann holen die den Titel.